Ich habe jetzt auf meiner Small Victories Webseite ein bisschen Inhalt eingefüllt und drei Seiten gemacht. Und jetzt bin ich auch bereit, um hier am Stylesheet zu arbeiten. Aber vorher möchte ich noch die kleine Grafik hier oben auswechseln. Das ist das Favicon. Das Favicon wird über einen Link im Head-Tag vom HTML-Dokument eingebunden. Ich kann das in den Developer-Tools zeigen. Hier oben, ein bisschen ausgeraut, sieht man den Head. Wenn wir hier schauen gehen, dann ist es ziemlich weit oben. Hat es einen Link-Tag. Und hier hat es ein Href-Attribut. Und das linkt auf eine Datei, die heisst favicon.png. Und die Datei, das ist die hier mit dieser kleinen Fahne. Ich habe in Figma einen Draft vorbereitet, wo ich das reingezogen habe. Also man kann das aus dem Direktor reinziehen. Das habe ich noch gemacht, um herauszufinden, wie gross das ist. 32 mal 32 Pixel. Und dann habe ich hier ein Frame gemacht in dieser Größe und eine Form reingezeichnet und deren Farbe gegeben. Und das werde ich jetzt als Favicon exportieren. Ich habe darum auch schon dem Frame einen Namen gegeben, Favicon, damit der Dateiname nachher stimmt. Und etwas gibt es noch, was man muss beachten muss, falls es Transparenz gibt. Also hier, der Kreis, der geht nicht bis an die Ecke. Es hat einen weißen Hintergrund. Und wenn du am rechten Rand schaust, dann gibt es einen Abschnitt, der Fill heisst. Und man kann einstellen, dass ein Frame eine Hintergrundfarbe hat und dass die mit exportiert wird, wenn das als Bild abspeichert ist. Also hier, wenn der Häkel drinnen ist. Und darum, wenn ich will, dass es transparent ist, muss ich das rausnehmen. Und dann ist hier unten rechts der Export. Ich habe PNG eingestellt, weil sonst bleibt es nicht transparent. Und sage Export und tue das abspeichern. Dann wird es in meinem Download-Ordner gespeichert. Und dann kann ich das hier zumachen. Und jetzt muss ich nur noch meinen Download-Ordner finden. Da ist die Datei. Und ich ziehe die in meinen Small Victories-Ordner. Und die ursprüngliche Grafik, der gebe ich jetzt einen anderen Namen. Und da nehme ich noch das 2 raus. So. Und jetzt, sobald sich Dropbox aktualisiert hat und ich den Browser aktualisiere, sollte das da oben ausgewechselt werden. Ich probiere es jetzt einmal, aber vielleicht dauert es bis zu meinem nächsten Video, bis das gemacht ist.